Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Klingt wie so militärmäßig so. Guten Abend, Matrosen. Nein, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Guten Abend ist es im Spiel. Kann ich ja mal gerne mal kurz beweisen. Pokémon Heart Gold, guck mal, zur Primetime, 20.15 Uhr. Ja, wer kennt noch Primetime und sowas, ne? Damals vom Krieg. Ja, eine neue Folge Pokémon Heart Gold steht an und wir sind jetzt in den finalen Zügen, wie ihr sehen könnt. Feufeu ist quasi fertig. Als nächstes kommt Taubi, dann Volti, dann Wallywappab. Es geht nämlich genau um das Leveln auf Level 28. Also wir müssen noch insgesamt, wie gesagt, 16 Level machen. 4 für jedes, also, ne, warte, 16, 4 mal 4 wären das, 3 mal 4. Bis auf Noah nämlich, unserem Evoli, denn das werden wir ja, wie gesagt, mit einem Spezialtraining später ein bisschen ködern, füttern, was auch immer. Und deswegen geht's jetzt hier erstmal ab mit den Pokémon hier im, ja, im Dingens. So, aber jetzt mache ich mal, ich habe gerade eine Idee, weil wir ja wieder, falls ihr es ja sehen könnt, wieder mal an einem Donnerstag ja, mal wieder aufnehmen, also dass ich zumindest mal wieder an einem Donnerstag aufnehme. Ihr seht es ja an einem Montag, müsste es eigentlich, wenn ich alles richtig hochgeladen habe. Dann könnte ich eigentlich das Käfersammlerturnier nochmal machen. Ne? Wäre eigentlich auch eine sehr gute Idee. Könnte ich ja mal ganz kurz mal gucken. Ich werde aber dennoch mal erstmal nachschauen, ob Taubi nämlich noch sowas hat wie, beziehungsweise ob ich noch sowas habe wie was zum Gegengiften. Aber, Moment, Pflanzen-Set. Ah, ich hab nix. Was? Ich hab nix? Ich hab doch da was reingepackt. Okay, habe ich anscheinend nicht. Ah, guck mal, habe ich sogar. So, dann kann ich eine Persif-Gewehre ja gleich Taubi geben. So, Persimbeere tun wir noch rein. Nein, noch nicht wässern. Ich hab meine Bären schon alle verballert? Was bin ich denn für einer? Warte mal, wo haben wir diese besondere Beere? Warte, Brunos Beere. Genau. Typ Stahl, Drache. Tanga. Nein. Die Brunos Beere nehme ich mal auch da mit rein. Hallo? Habe ich nicht eigentlich irgendwann mal. Naja. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Eigentlich müsste ich es ja mal gemacht haben. Ne? Aber nun gut. Okay. Denn ich werde jetzt, um natürlich einer Vergiftung von Taubi. Sagen wir mal, zu entgehen bei einem Käfersammlerturnier, werde ich es jetzt eine Persifbeere geben. Und ja, dann gehen wir jetzt zum Käfersammlerturnier, falls wir da überhaupt heile hinkommen. Deswegen gehe ich erst ins Pokémon Center, dann gehe ich, ja, zum Käfersammlerturnier. Warum auch nicht am Abend, ne? Im Spiel am Abend, selbstverständlich. Aber das muss auch natürlich sein, weil nämlich die Pokémon dort ziemlich auf einem ziemlich hohen Level sind. Und das ist ziemlich gut zum Trainieren. Und warum nicht ausnutzen, ne? Das ist halt auch eine sehr gute Sache, eine sehr gute Geschichte. Deswegen finde ich es halt auch ziemlich nice, dass man das dann auch machen kann. Also, wieso nicht, ne? Wieso nicht? So, dann wollen wir mal. Obwohl, warte mal. Ich kann gegen euch kämpfen. Deine Pokémon sehen ziemlich stark aus. Mit denen bist du überall sicher. Okay, kann ich doch noch nicht kämpfen. Wahrscheinlich noch zu einer etwas späteren Zeit. Oder habe ich gegen den schon gekämpft? Ich müsste mal echt mal so ein kleines Recap mal immer wieder für mich machen, bevor ich aufnehme. Machen wahrscheinlich andere nicht so. Ich mache es so, andere machen es so. Das ist ja dann auch so die, so sagen wir mal, die Einzigartigkeit von vielen Let's Playern, Content Creatern, was auch immer. Deswegen ist es immer wieder ein bisschen anders mit anderen Pokémon. Aber ich könnte gleich ein paar Sachen mal machen, die ich noch machen könnte. Dabei hoffe ich, dass ihr natürlich auch weiterhin Spaß habt. Wie gesagt, abonniert ruhig gerne diesen Kanal hier. Und hinterlasst, wie gesagt, auch gerne ein paar Kommentare zu den Videos. Klar, ich bin mir sicher, der ein oder andere wird sich wahrscheinlich, weiß ich was, wundern und so. Ich bin ja sowieso geradewegs groß und ganz dabei, die Interaktion mit euch leider generell so, sagen wir mal, auf einem Prüfstand zu setzen, weil es ist ja in dieser Zeit ja sowieso etwas toxisch geworden. Oh, jetzt kommt Real Talk. In einem Let's Play über Real Talk zu reden, das ist nicht gut. Aber was willst du halt machen, ne? Ich tue es, deswegen ziehe ich es auch durch. Und, ja. Wie gesagt, Real Talk muss sein.
Weil einerseits ist es nämlich so, manchmal lese ich auf den Videos, in den Videos hier Kommentare, die wirklich zum Kotzen sind, wo du dann halt sagst, viele Videos, ich starte ja seit über, warte mal, wie lange haben wir jetzt schon Pandemie? Das ist auch schon ziemlich lang, seit mehr als einem Jahr, kann ich ja so sagen, wie es ist, starte ich ja schon die Corona-Videos, also die Corona-News-Videos, die ich ja mache, können nicht kommentiert werden. Weder auf derchotv.de noch auch hier auf YouTube oder noch auf YouTube, weil es bringt einfach nichts. Aber was soll's? Naja, deswegen ist es halt so. So, wollen wir das jetzt mal machen? Klar, hier steht Donnerstag, aber wir haben ja einen anderen Tag, beziehungsweise ihr habt einen anderen Tag. Ich hoffe, das wird so funktionieren, weil ich habe das schon einmal so gemacht und da habe ich mir gedacht, naja, gut, komm, schlimmer geht's nimmer. Und wenn wir halt das dritte Mal jetzt gerade quasi verlieren, dann, ja, ist es halt so. Aber was soll's. So, dann wollen wir mal los. Mit Taubi 20 Pokebälle haben wir. Und wie gesagt, einmal können wir vor Vergiften gerettet werden. Nur ein einziges Mal. Und bei diesem Hornio geht's wahrscheinlich schon schief. Diese Motivation, Wadi, was ist mit dir los? Naja, ich breche entweder ab, wenn Taubi kurz vorm Abnippeln ist. Oder wenn, ja, Taubi am Abnippeln ist. Eins von beiden, ne? 96 XP. Und jetzt wetten wir, kommen nur Hornlius. Nur Hornlius. Nur. Und Bibors. Das finde ich noch besser. Ja. Wie gesagt, schön mit einer Persif-Beere ausgestattet. War es Persif oder Persim? Ja. Es ist auch für mich immer wieder ein bisschen schwer, umzuschalten von dem seriösen Wadi zum Gamer-Wadi. Das ist immer bei mir ein bisschen schwer. Aber ich versuche es zumindest. Und wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, dann nicht. Aber es funktioniert ab und zu mal. Manchmal kann der Schalter umgeschaltet werden. Oh, guck mal, 272 XP. So, jetzt sind es noch 3 Level. Mal gucken, ob wir das heute zumindest mit Taubi hinbekommen. Ich habe ja eigentlich gesagt, das sollte ja jetzt ja langsam Schluss sein mit den Trainingslevel-Folgen. Aber wie gesagt, wenn die... Ach, scheiße, es sind auch noch Paras mit dabei, ne? Oh, ich hoffe, das kriegen wir mit einem Windstoß weg. Weißt du, und gleich kommt Paralyse und dann habe ich es davon, ne? Dankeschön. Ne, wie gesagt, weil ihr wollt ja auch langsam Progress sehen und dann haben wir noch das Evoli aufgenommen, was jetzt schon dabei Level 20 ist. Wir haben es zumindest 15 Level trainiert. Also bitte, das waren 2 Folgen, ne? Wenn nicht sogar 4 Folgen oder 3 Folgen, ich weiß es nicht, ne? Jetzt versuchen wir hier nochmal unser Glück. So. So. Natürlich, so. Bisher noch kein Pokémon gefallen. Bisher alle nur besiegt, ne? Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Bibor Level 14. Was wäre es, wenn wir jetzt auf einmal hier so ein Shiny sehen würden, ne? Das wäre geil, ne? Das wäre mega geil. Oh oh. Ah gut, das war vorhin auch schon, ne? Ah, Energiefokus. So. Auf wieder, tschüss, Bibor. Oh, hat diesmal mehr gegeben. Ja. Ich bin überhaupt mal gespannt, ob wir überhaupt eine ganze Runde schaffen. Ich bin überhaupt gespannt, ob wir überhaupt was. Jetzt wird's aber... Jetzt wird's verrückt mit Bibor. Level 15. Level 15. Das, wir hatten vorher doch eins auf Level 13. Okay. 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 Guck mal, Level 26 ist schnell erreicht, ne? So, jetzt kommt eins Level 17, dann fange ich's. Naja, das ist wieder ein Raupi. Raupi Level 15, guck mal. Ich glaube, die ganzen Pokémon hier im Käfersammlerbereich, also in dem Käfersammlerturnier, sind alle wahrscheinlich so Maximum Level 15. Wenn ich bestimmt eins auf Level 16. Also ich denke mal, Level 15 ist Maximum. Ne? Vor allem bei Raupi und bei Hornlio, ne? Dürfen auch Paras nicht vergessen, ne? So, was haben wir jetzt? Kukuna, Level 13. Gibt ja auch öfters mal mehr XP, ne? Mal gucken, vielleicht gibt dieses Kukuna genauso viele XP wie ein Bibor Level 15. Das kann ja öfters mal sein. Tut's aber nicht. Weil es halt einfach nicht stimmt. Ne, oder? Ne, ist die Hälfte. Ist die Hälfte, was ein Bibor Level 15 gibt. Bringt und gibt. Ne? So, da haben wir... Guck mal, Hornio Level 15. Ne? Das Problem ist, wie gesagt, wenn Windstoß gleich weg ist. Guck mal, 10 Pokémon haben wir bis jetzt gesehen. Wir haben keins gefangen, ne?
Heißt also, eigentlich müsste ich mich langsam mal drum einstellen, ein Pokémon zu fangen, damit wir überhaupt die Chance haben, mal dieses verdammte Turnier zu gewinnen, ne? Und ich kann es ja halt nur einmal pro Tag machen. Ne? Oh, Raupi Level 8. Oh. Ja gut, komm, da kann ich mal was anderes einsetzen, ne? Also bei Raupi, Safcon und auch bei Kukuna, da kann ich halt andere Attacken einsetzen. Aber wenn halt so ein Paras kommt, ein Bibor, ein Hornliu oder halt auch ein Smetbo, ne? Dann kann es schon was anderes sein, ne? Und jetzt kommt ein Hornliu Level 8. Sollen wir wieder zur Stelle zurückgehen? Das sind so wahrscheinlich etwas gefährlicher. So, naja, fast. Komm. So. Oh, guck mal, Smetbo Level 14. Haben wir sogar noch nicht, ne? Können wir eigentlich fangen. Ist ja eigentlich cool. Komm, wenn du den Windstoß überlebst, fange ich dich. Oh ja, das ist so ein Risiko, ne? Das ist immer so ein Risiko. Und jetzt setz Stachelspore ein. Das ist so eine Scheiße. Ich brauche diese Beere, die ich vorhin eingepflanzt habe. Keine Ahnung, wie die mir heißt, aber die schnappe ich mir gleich. Ja, genau, Smetbo. So, du kriegst noch zwei Versuche. Ne? Schlafpulver. Guck, siehst du, ich... Oh, ich reg mich gerade so auf, ne? Willst du nicht? Giftpuder, siehst du? So, letzter Versuch, Smetbo, dann bring ich die um. Gut, okay, Smetbo, du kannst mich mal. Dich fange ich nicht mehr. Wie gesagt, nö. Ich fange dich jetzt nicht mehr. Selbst wenn du jetzt gleich shiny bist, fange ich dich nicht. Spaß. Ja, aber guck mal, ich hab's kommen sehen. 320 XP, Level 26, komm. Zumindest mal etwas. So. Nächstes. Was haben wir jetzt? Schnuckelkind. Guck mal, Kukuna, Level 14. Ja, Taubi. Ich weiß, du hörst dich nicht gut an, weil du paralysiert bist. Oh, jetzt macht's noch härter, ne? Ja, weil wegen der... Oh, ja, toll. Jetzt geht so ein Kampf, ne? Dauert jetzt ziemlich lange, weil wegen einem Härtner von Kukuna. Und wahrscheinlich jetzt durchgehend paralysiert ihn doch nicht. Das ist aber trotzdem sehr effektiv, selbst auf Level 14. Ne? 142 XP. Ja komm, wir müssten mal langsam mal so ein Pokémon fangen, um überhaupt, wie gesagt, ins Ranking zu kommen. Ja, Bibor hatten wir schon mal. Ein Blutzuck zum Beispiel ist ja auch noch nicht mal da gewesen, ne? Blutzuck sollte ja auch normalerweise ja, glaube ich, noch auftauchen. Vor allem kommen die, glaube ich, auch nachts. War da nicht irgendwie was? Ich denke mal schon, ne? Aber ist schon ein bisschen dreist von mir, dass ich das hier zum Leveln benutze, ne? Bei die Wappab kann ich zum Beispiel in der Höhle hinter Teak City trainieren. Bei Volti, ja, da muss ich mal gucken. Also, da wäre hier, glaube ich, ich weiß ja gar nicht, wie das hier normalerweise aussieht ohne Käfersammlerturnier. Müsste ich, glaube ich, gleich mal auch mal ausprobieren. So, Raupi. Level 18! Die können hier sogar... Okay, das, was ich vorhin gesagt habe, Level 15 nehme ich zurück. Level 18. Alter. Ja, und jetzt rasiert's mein Taubi, ne? War abwarten. Ich habe ja in den letzten zwei Folgen eine Menge gejinxt. Naja, oder auch nicht. Ja, stell dir mal vor, es wäre ein Smetbo Level 18 gewesen, ne? Hier so auf der Seite befinden sich also die ganzen starken Pokémon. Jetzt kommt Smetbo Level 18. Level 13. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich würde dich nicht fangen wollen, Smetbo. Aber daher, dass ich sowieso schon paralysiert bin mit meinem Taubi. Ja, das kann mich noch verwirren, ne? Das ist halt auch noch so die Chose. So, aber jetzt. Komm. Och mein Gott. Warte mal. Willst du einen Meisterball? Soll ich dir dann noch irgendwie Sahne reinsprühen oder was? Also ich habe ja gesagt, wir hören auf.
Alter, das spricht nach nicht mal nach einem Wackler aus, ne? Also ich bin ein bisschen enttäuscht von Smetbo. Ich sag, das ist, wenn es jetzt nicht reingeht, ne, dann wirklich, nein, ich fang's nicht. 1, 2, 3 und du musst dich immer beschweren. Ne? Du musst dich immer beschweren. Oh, ich bin so sauer. Zumindest haben wir Smetbo. Ist ein Falter. Käferflug, 1,10 Meter, also 1,10 Meter groß, 32 Kilo schwer. Es sammelt täglich Honig. Es reibt ihn in seine Beinhaare, um ihn in sein Nest zu transportieren. Ja gut, können wir noch nicht benennen. Aber wir bleiben erstmal hier. Vibo Level 15. Ja, wir wissen ja jetzt... Ich glaube aber, die erste Entwicklung sind wahrscheinlich eher auf Level 18, ne? Also so Raupi und Hornliu. Aber so ein Bibor nicht. Da muss man vorstellen, du hast ja halt wirklich einen Trainer, der hier spielt. Und der hat halt Pokémon, der ist unter 18. Also ich glaube, also unter 18. Naja gut, ab 10 darfst du ja schon, mit 10 Jahren darfst du ja schon die große, weite Pokémon-Welt bereisen, ne? Gut, ich glaube, ich würde das hier dann an dieser Stelle halt auch beenden mit dem Training. Oh Mann. Schaffen wir 27? Ich glaube eher nicht. Komm. Machen wir Schluss. Ah, ich habe noch 11 Minuten, ne? Ja gut, komm. Ah, stimmt, das geht ja auch noch auf Zeit, ne? Oh Mann. Schon wieder ein Bibor. Ja, es gibt halt gut XP, ne? Wie gesagt, das ist halt eine Möglichkeit, Pokémon zu trainieren. Wo sie halt sehr... Mein Gott. Wo sie sehr effektiv auf... Beziehungsweise wo Käfer sehr effektiv drauf reagieren. Das ist einmal Feuer und einmal... Flug, ne? Feufeu ist schon fertig. Ist schon Level 28. Da müssen wir jetzt halt noch mit... Oh, komm. Zumindest Level 27. Also, jetzt, ab jetzt entscheidet sich nur noch Level 27. Oder... Oh, guck mal. Safcon Level 16. Jetzt wird's wild, Freunde. Jetzt wird's wild. Ne? Oder halt, wie gesagt, Level 27 oder wenn mein Taubi besiegt wird. Ne? Eins von beiden. Ah, sieht eher danach aus, dass Taubi wahrscheinlich gleich besiegt wird. Nein, es ist ja nicht vergiftet, es ist ja paralysiert. Und selbst wenn, dann hätten wir noch eine Chance. Da fliegt wieder eine Fliege rum. Warum auch nicht? Oder warum auch immer? Warum auch nicht? Ich mag es nicht, wenn hier Fliegen rumfliegen. Gut, ich habe hier Fliegenfänger rumhängen in der Wohnung, aber die bringen halt auch nicht viel. Ja, das bringt gerade wieder gar nichts. Warte, bleiben wir hier. Wie gesagt, gibt ja eine ganze Menge an... Boah. Ich will gute... Schnell. Oh, Mann. So. Wieder down. Ja, so. 90. Komm, ein Pokémon noch. Da muss Taubi nicht besiegt werden. Ja. Ach, guck mal. Blutzuck. So. Ja, verwirrt, paralysiert. Ich glaube, das war's. Kein Level 27. Das Spiel will es mir verwehren. Warum? Nee, doch nicht. Außer jetzt kommt hier... Okay, besiegt. Gut, Level 27 für Taubi. Auch sehr schön. Daunenreigen. Was ist das nochmal? Hüllt Gegner in Daunen und senkt den Angriffswert deutlich. Nö. So. Jetzt machen wir aber Schluss. Ja. So. Weißt du, wir werden eh nicht gewinnen, also ist eigentlich Schnuppe. Wir werden eh nicht gewinnen. So, die Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Auf den dritten Platz. Käfersammler Allen mit einem Sichlor. Habe ich nur einmal gesehen. Nicht einmal gesehen. Mit einem Punktestand von 311. Auf den zweiten Platz. Käfersammler Uli mit einem Pinsir. Auch nicht gesehen. Und auf Platz 1 wahrscheinlich irgendjemand mit, keine Ahnung, mit einem Cherox. Ne? Vielleicht auch Paras. Wer braucht den Scheiß?
Wer braucht so einen scheiß Sonnenstein? Ich kann damit eh nicht Evoli entwickeln. Schon wieder eine Wechselhülle bekommen, ey. Mann. Ja. Wie nenne ich dich? Flatter, komm. Ich nenne dich Flatter. Komm, Flatter. Ich hab's ja jetzt mit dabei, ne? Da lege ich mal schnell ab. So. Ich laufe nicht durchs Gras. Taubi ist angeschlagen. Kann eigentlich auch mit dem Fahrrad fahren, ne? So. Hat jetzt, sagen wir mal, nicht so viel gebracht, aber besser als nichts, ne, würde ich sagen. Oh, ich hätte es jetzt ablegen können. Ja, gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Aber wir müssen mal ein bisschen Progress mal langsam machen. Ich kann jetzt hier nicht immer feststecken und nichts tun, ne? Gut, das Medbo, wie gesagt, ich werde es jetzt nicht extra noch markieren. Das ist jetzt nur für eine kurze Zeit gewesen, dass ich es da jetzt habe. Also, das ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? So, gehen wir jetzt erstmal an den PC und dann legen wir die Flatter mal ab. Bewegen. So. Team-Pokémon? Nein. Scheiße, ich muss Box wechseln. Zurück. Oh, warte mal, nein. So, jetzt. So war das, genau so. Bam. Zurück. Ja. So. Dann haben wir das zumindest erledigt. Das heißt, wenn wir das nächste Pokémon im Pokémon-Team haben, dann klappt's wohl. Komisch, ich habe aber doch die Polizisten hier noch nicht besiegt. Geht doch! Ich begreife es nicht. Wie machst du das bloß? Weil ich meine, die habe ich noch nicht besiegt, als es dunkel war. Der Polizist Mick. Natürlich, klar, Fukano. Ah, für Taubi ein Kinderspiel. Aber erstmal gibt's einen Sack Bedroher. Eieiei. Ja, es kann Brüller. Es könnte jetzt irgendein Pokémon einwechseln. Oder auch nicht, weil Volltreffer. Ja. 331 XP. Auch sehr schön. Mick besiegt. Ja. Aber Moment, dann müsste auch der da oben dann gehen, ne? Oder habe ich den schon mal besiegt, als es dunkel war? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Wadi wird alt. Was ist auch noch, wenn ihr das Video seht? Ich werde in zweieinhalb Wochen werde ich 32. 32 Jahre und spielt immer noch Pokémon. Ja und? Ne? Das ist immer so die Generation meiner Eltern. Oh, der ist schon 30 Spieler Videospiele. Ja, und? Ja, guck mal, jetzt will er. Ich habe ihn vorhin angesprochen, wollte er nicht. Die Nacht steckt voller Gefahren. Aber die haben nur ein Pokémon, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Der hat zwei. Auch nicht schlecht. Zwei Fukanos, oder wie? Naja, gut. So, wieder dasselbe Spiel vorhin. Mit Bedroher. Wir machen dasselbe Spielchen mit Windstoß. Ich sage ja, die Möglichkeit, dass jetzt hier auf einmal Brüller kommt, kommt nicht, aber dafür Glut. Ich könnte eigentlich auch wieder auf Seegesang wechseln, ne? Aber ich wüsste gar nicht, ich glaube, ich wüsste, wem ich Seegesang geben könnte. Ja. Könnte ich, aber meine ich. So, was kommt jetzt? Wieder Fukano. Bleiben wir dabei. Polizist Dirk. Ne? Level 14. So, doppelt. Eieiei, weil es ja schon. Ui, jetzt hat es aber einen sehr minderen Angriff, ne? Aber richtig minderen Angriff, ne? Ist auch nicht so schön. So, Silberblick. Jetzt sinkt noch die Verteidigung. Aber ich hätte Ruckzucki machen sollen, ne? Das, was mein Evoli immer noch nicht kann. Mann. Gut. Polizist besiegt. Und er sagt, ups, ja. Ups. So, ich würde aber jetzt nach Tick City zurückgehen und ich glaube, wenn wir nach rechts gehen. Oh Gott, Ditto. Oh Gott. Wir wissen, was beim letzten Mal passiert ist, ne? Es hat dann ein Evoli umgebracht. Ne? Deswegen schnell weg mit dem Glibber. So, und ihr wisst, danach war ich richtig pisst. Ne? Ja, durch ein. Obwohl, da könnte ich jetzt einfach durchgehen, oder nicht? Ja, egal. So. Hauen wir dieses Nidoran weiblich noch weg.
Es sind ja jetzt eh nicht mehr viel. Also ich muss nur auf die Zeit gucken, weil wahrscheinlich werden wir das mit Level 28 hier mit Taubi nicht mehr miterleben. Ja. Und beim nächsten Mal wäre es jetzt halt auch nicht so, so, ja, ne, es könnte funktionieren, etc., etc., ne. Naja, glaube ich eher nicht. So, 101 XP. So. Wie laut sind meine Schuhe eigentlich? Wie laut sind die Turbotreter des Protagonisten? Bum, bum, bum. Na gut, es ist ein Abra. Ne. Das hätte sich auch schnell wegteleportieren können. Aber jetzt ist es besiegt worden. So, 107 XP. Aber ich glaube, das wird jetzt eh nichts. Deswegen, ich werde auch, glaube ich, gleich mal mein Volti zumindest hier trainieren. Ich würde aber gerne auch nochmal den Orden probieren. Ich weiß es nicht. Ich hätte so Bock, den Orden zu machen. Wirklich, nee, das ist kein Joke. Das würde es wirklich machen. Nachdem es jetzt beim letzten Mal, wo wir es probiert haben, nicht geradewegs geklappt hat, ne? Und wir können Wadiwabab halt nicht einsetzen, weil die Pokémon haben Schwebe. Hutu taucht hier auf. Ah, okay, Level 10. Unter anderem, muss man sagen. Unter anderem. Ne? Aber was willst du machen? Okay. Taubi, du... Ja. Gut, wir haben ja noch Ruckzuckie. Das ist nicht... Das soll nichts Gutes heißen. Nicht ganz ehrlich. Naja, gut. Okay. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Bestimmt Raupi und... Dingens. Nur Hutut. Ah, guck mal. Hutut Level 12. Ja, auch schon mal gut. Aber mal Windstoß. Ja... Gut. Ich würde dann mal sagen, wir stellen uns einfach mal hier hin. Und, wir machen es folgendermaßen. Ich werde es doch jetzt nochmal probieren. Aber ich gehe mit einer anderen Strategie vor. Das überlege ich mir echt. Ja, ich gehe mit einer anderen Strategie vor. Werde ich gleich alles mal schön offline vorbereiten. Das werdet ihr aber dann in der nächsten Folge sehen. Ich gehe aber jetzt... Oh, ich muss einmal hier durch kurz... Gut. Das Pokémon nehme ich noch mit. Wahrscheinlich noch zwei Pokémon. Ne? Ich könnte eigentlich auch hier trainieren, ne? Fällt mir gerade auch ein, ne? Werde ich sowieso mit Noah und Dingens machen. Wadiwabab. Ne? Oder auch mit Taubi. Oh, Erstauner hat keine Wirkung auf Taubi. Wusste ich erst jetzt. Ne? Oh! Ich wusste es. Ich mag auch kein Damirplex, ne? Eigentlich sind wir schon längst über der Zeit, ne? Oh Mann, ey. Darf ich wieder hier rauskramen? Wahrscheinlich macht es gleich wieder Hypnose und dann schläft es wieder. Dann flüchtig. Das ist mir scheißegal. So, jetzt macht es wieder Hypnose. Stampfer. Ja, schön drauftreten, ne? Gib dir gleich drauftreten hier. Voll das asoziale Pokémon. Ja. Yo! Gut, komm. Level 28 kriegen wir hier hin. Ja, dann weiß ich, Moment, nee, dann mache ich es ganz anders. Dann werde ich hier trainieren. Dann werde ich hier noch Volti trainieren. Und so wie Volti fertig ist, oh, Webarak, werde ich entsprechend den Orden machen. Heißt also übernächste Woche eventuell. Wer weiß. 100! Toll. Gib mir nochmal einen Damirplex. Komm. Letztes Pokémon für heute. Dann gibt's halt in der nächsten Folge, boah, wieder Webarak. Ja. Gut. Dann nochmal Webarak. Webarak. Na, na, na. Na. Und weg. Erfolgreich. 100 XP. Ja, komm. Ich will's jetzt nicht hinauszögern. Ich mache jetzt mal einfach mal hier einen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergiss nicht zu abonnieren. Ne? Den Kanal könnt ihr auch gerne teilen, das ist ein netter Support. Ne? Ihr könnt alles hier immer irgendwie, ne, kommentieren, könnt ihr aber bitte sachlich und in Ruhe. Ne? Und ihr kennt das ganze Gezetere, also, ne?
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Montags und mittwochs 18 Uhr auf YouTube und auf derchotv.de. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.